Willkommen zurück zu Dreams und zu Ball World Adventures. Dieses Mal Part 2. Wir haben schon in der letzten Folge ein Level von Part 2 gespielt. Und ich sehe da im Hintergrund auch Windmühlen, oder? Könnte auf jeden Fall lustig werden. Wir haben auch herausgefunden, dass es anscheinend eine Mindestanzahl an Träume gibt, die man zu einem Spiel verbinden kann. Also Ladebildschirme quasi. Und denke ich jetzt jedenfalls. Und ja, die Kapazität, deswegen gibt es Ball World Adventures Part 2. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Oh, da sind die Windmühlen. Da waren die Windmühlen. Und wir sind immer noch im Wasser-Theme. Oh, wow, Alter. So fängt man eine Folge richtig an. Indem man einfach mal sinnlos runterfällt. Immer noch ein sehr, sehr schönes, ruhiges. Alter, schon wieder so ein sinnloser Tod. Schönes, ruhiges Spielchen. Ich bin übrigens immer noch nicht dabei, mein eigenes Level zu machen. Ich habe halt gar keine Zeit. Also wirklich gar keine Zeit. Ich bin auch dann immer noch in den Tutorials und. Oh, Alter! Die Lens Flare war real. Holy shit. Das war eine Lens Flare, oder? So. Nein! Och nö! Och Mann, ach Kackes, ey. Also, ja, so geht's natürlich auch. Boah, diese Lichteffekte sind aber auch echt teilweise hart. Nein! Hä? Oh! Das geht? Oha, ich habe das Spiel ausgetrickst. Nee, 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 nee. Okay, das hier finde ich schon wieder irgendwie ziemlich cool, dieser Effekt. Oh, was hat mich denn angestoßen? Ich dachte, irgendeine Meereskreatur oder so. Ach, das ist der. Wow. Das ist die Windmühle gewesen. Alter, die Windmühle hat gar nicht genug Kraft. Ach, Mann! Och, das war knapp. Darf jetzt hier nicht versagen, darf jetzt hier nicht versagen. Deswegen, nein! Ach Mann. Okay, schnell geht's auch nicht. Boah, das ist okay, das ist 5-Star-Difficult. Nee, warte mal, ist das nicht schon 6-Star? Alter, ich hänge jetzt hier schon mal wieder 2,5 Minuten dran, ne? Crazy, aber ich möchte das durchspielen. Also egal, wie lang das Video wird, wahrscheinlich habt ihr jetzt in 30 Minuten. Ach, Mann! Ich will dieses Spiel durchspielen. Ja, das ist doch zum Kotzen, das ist doch zum. Keine Ahnung. Und falls ein Part 3 irgendwann rauskommen sollte, werde ich das natürlich auch spielen. Ja! Oh, wow. Boah, wenn jetzt hier kein Checkpoint gewesen wäre. Dann wäre ich aber ein bisschen ausgerastet. Oh! Das bewegt sich, das muss mir mal einer sagen, ey. Alter. Okay, das bewegt. Trotzdem falle ich einfach ins erste Loch rein. Ja, und da war die Windmühle wieder nicht stark genug. Manchmal ist sie echt super stark und manchmal gar nicht. Ich glaube, das liegt aber auch nicht am. Mann, schon wieder dieses scheiß erste Loch! Und schon wieder ist die Windmühle nicht stark genug. Alter, also, das ist so RNG irgendwie. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab echt keinen Bock mehr. Es kann doch nicht Warzenschwein, dass ich da nicht durchkomme. Erstmal cheaten. Und dann. Alter, 4 Minuten. Und es ist schon wieder dieser RNG-Scheiß. Es ist wirklich RNG. Oder muss man einfach nur stehen bleiben?
Ich sehe nichts. Okay. Ja, ich hab's begriffen. Ah ja, okay. Also so geht's auch. Alter, die Kamera ist aber hier auch in dem Level echt nicht so gut, ne? Mann! Okay. Ich glaube, man muss stehen bleiben mit der Kugel. 5 Minuten. Und wir machen gerade ein Level. Ich glaube, die Folge wird wirklich sehr lang. Ah, das sieht gut aus. Ey, die Kamera ist aber auch wirklich nicht gut. Die Kamera ist nicht gut. Das hätte man aus der Top-Down-Perspektive. Das ist sowas von 6 Sterne wert, Alter. Ah, Mann. Ah. Ich mach 3 Kreuz, wenn ich hier durch bin. Oh Gott. Ja! 3 Kreuze. Ich hab leider gerade kein Stück Papier in der Hand. Ja, meiner ist alles klar. Der leichtesten Sprung ever versagt. Oh, da muss man mit Vollkaracho durch, oder was? Yeet. 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 Oh, nicht yeeten. Oder nicht yeeten. Hilfe. Oh mein Gott. Nein, nicht yeeten. Oh, Alter. Gott sei Dank ist dieses Level vorbei. Oh, das war schlimm. Also, es war sehr, sehr schwer. Schwer schlimm, ja. Pff, noch ein Atlantis-Level. Die Welt, muss ich sagen, gefällt mir vom Theme her am wenigsten. Weil ich mag auch Wasser halt nicht so sehr. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ich fand das schön und das zweite fand ich schön. Das dritte fand ich am besten bisher. Okay, Holzbretter. So mit so ein bisschen Schwankenphysik. Ach Mann! Das ist doch wieder... Oh, ich war schon da vorne. So ein Power-Up wie Sprung oder so wäre auch noch ganz geil, ne? Oh, bitte was? Okay, verstehe ich nicht. Warte mal, ich muss einfach nur warten, bis der dritte Strahl da ist. Ha! Hab's verstanden. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Aber falls ja, dann war das nicht schlecht bedacht. Oh, das ist so eine Art Frogger-Passage, ne? Gefühlt. Ganz ruhig und rüber. Oh, das war cool. Also man muss auch sagen, in jedem Level steckt Alter. In jedem Level steckt irgendwas Neues. Eine neue Mechanik, die ganz cool ist. Und da habe ich versagt. Nice. Ich werde... Alter, das bleibt schon heftig. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, so ein Level, so ein Spiel zu machen. Mich interessiert noch dieses HD Open World Everything. Okay. Oh, what the hell? Wow, man kann das. Oha, habt ihr das gesehen? Beim ersten Mal begriffen. Eigentlich beim zweiten Mal, aber egal. Das sieht cool aus. Knapp. Oh, hier fehlen einfach mal ein paar Stücke, oder was? Oh Gott. Okay, verstehe.
Ey, die letzte Kugel ging gar nicht so gut. Ah, ich muss noch weiter nach oben, ne? Das weiß man, wäre typisch ich. Oh, das hat fast geklappt. Das kapiere ich irgendwie nicht. Muss man denn nach ganz oben? Nein, muss man nicht. Man muss da einfach nur durchkommen. Oder muss man? Da hinten. Oh, das ist schwierig. Das ist wieder sehr, sehr schwierig. Auch wieder eine coole Idee fürs letzte Atlantis-Level. Ach Mann, ey, diese Physik, die ist aber auch wirklich schwierig. Da oben drauf zu bleiben, ist echt nicht so einfach, ey, Leute. Danach kommt ja noch eine Welt, ne? Glaube ich. Ey, boah, mein Gott, ey, dieser letzte Scheißsprung. Oh, ich fühle mich hier wie bei der Adventure Map gerade, echt. Was jetzt nichts Negatives ist. Ach, komm, Alter. Aber gerade in dem Sinne auch nicht wirklich was. Nein! Auch nicht wirklich was Positives. Leck mich doch am Arsch, Mann. Bumm, bumm, nein. Bumm, bumm, fuck. Höpp. Und höpp. Ich werde echt zum... Oh, das ist also dieser Immersion Mode. So, ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Ja! Gott sei Dank. Also ganz ehrlich, das Spiel in Hardcore-Modus wäre echt crazy. Alter, das fickt gerade mein Verstand. Es fickt gerade echt mein Verstand. Das hier geht noch klar, aber das hier ist ja echt so ein bisschen wow. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, es ist. Macht mich hier gerade verrückt. Oh Gott, geschafft. Alter. So. Oh, warte, was? Das ist das letzte Level? Das ist das Level, oder was? Weil da war ein X. Das heißt, es wird weiter dran gearbeitet. Warte mal, wären das denn 13 Level? 3, 6, 9. Ja, tatsächlich, das ist das letzte Level. Oh. Oh, schade. Vor allem bei so einer coolen Welt. So, Lava ist eigentlich so das coolste, was es so gibt, finde ich. Also ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall schon mal meine. Oha. Geile Mechanik. Gefällt mir. Ist schwierig, aber es ist lustig. Irgendwie. Lava ist so eines der coolsten Welten, die es so gibt, finde ich. Ach, leck mich am Arsch. Oh, hoch. Oh, hoch. Komm, wir versuchen uns jetzt mal hier zu konzentrieren. Das Spiel würdig abzuschließen. Ich hoffe. Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ach Mann. Ich hoffe, der macht.
Gib mir den Beat. Nein, nicht den tote Beat. Mann. Ich hoffe, der macht weiter mit dem Level. Das ist schwierig. Vor allem, wenn man das... So, jetzt aber! Ach Mist. Okay, warten. Okay, das ist wirklich heftig. Das ist wirklich heftig. Das ist wieder selbst übertroffen, leider Gottes. Oh, nein! Schreibe wie so ein kleines Mädchen. Ach Mann, ey. Ach Mann. Ja, die Mucke ist wieder... Oh, geiler Effekt. Oha, Speed. Alter, das Spiel ist lauter geworden, ey. Holy moly. Warum ist denn das Spiel jetzt so laut? Es ist einfach kein Unterschied gemacht. Ah, es ist... Okay, warte mal. Oh, und die Kamera war richtig gut. Ey, das ist auch eine geile Mechanik. Oh, Props gehen raus. Raus, Sprung. Oh, das ist cool. Oha, ist das cool. Das ist dann nicht schwer, das ist einfach nur mit diesem Hintergrund, Alter. Oh, das ist ja mal mega heftig. Oh, verdammte Scheiße. Oh. Stimmt, so eine Platten, die einen sofort zerplatzen, sag ich jetzt mal, die gab es vorher auch noch nicht. Also ich freue mich schon auf die weiteren Lava... Ach, immer dieser Eckding-Kack da, ey. Boah, ich hoffe, dass das nächste Spiel, was wir finden, genauso cool ist oder vielleicht sogar cooler oder, ja. Die Messlatte ist hoch, weil ich genau so eine Spiele halt echt mag. Ich stehe auf so einen scheiß Boah, Alter. Okay, what the fuck, was ist das denn? Oha, ein Wandsprung oder was? Oh, okay, muss man vorsichtig sein. Okay, das ist auch sau cool. Die Mechanik würde ich in den nächsten Leveln gerne die ganze Zeit haben. Okay. Ha, gemacht. Boah, was war das denn jetzt für eine Scheiße? Hä? Muss man das abbremsen? Ah, das muss man abbremsen, ich verstehe. Und durch. Alter, 7 Sterne, das war aber cool. Der Anfang war schwierig, aber danach war es eigentlich ziemlich einfach. Coming soon, ja. Okay. Das Spiel ist zwar noch nicht fertig, aber ich weiß, dass es mir gefallen wird, deswegen gebe ich den Ganzen natürlich auch einen Daumen hoch. Razor Fist natürlich immer noch der Steller mit den anderen Nebenwirkungen. Mitwirkenden. Ich suche für die nächste Episode, also in 2 Tagen, ein neues Spiel raus, was ich natürlich mit euch blind anschaue. Das bedeutet, ich werde nicht vorher gucken, oh, ist das was für mich und dann könnte ich ein Video drüber machen. Sondern blind, ja. Vielleicht will ich auch mal dieses Survival-Ding ausprobieren. Also vielleicht gucke ich nach Survival-Spielen einfach mal. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge übermorgen von Dreams. Das war's leider mit Ball Vault Adventures. Ich hoffe, Part 2 wird bald fertiggestellt. Ich warte da lieber drauf, bis es fertig ist. Und wenn noch ein Part 3 kommt, ich meine, die Ideen sind ja wirklich, ne, grenzenlos. Und bisher war wirklich jede Welt sehr einzigartig. Jedes Level war einzigartig. Sau cooles Ding. Bis zur nächsten Folge drin. Tschüss.